Nee, du kannst ja schon mal eine Anmoderation machen. Hallo, ich bin Voldemort. Aber der geht ab. Ja. Boom, boom, puff, Rauch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Kommentar, der super professionell aufgenommen ist und so, zu unserem Convidoc zur Deteko. Woo! Woo! Auf die Kamera abzuwecken. Aber hier... Okay. Nein, Schatz. Du musst doch nur ab und zu mal nachgucken, ob da auch alles in Ordnung ist. Dann dreh den Display. Das kann ich nicht, weil hier das Mikro ist. Ah. Hä? Da guckt es. Wo? Bin ich übersteuert? Ja. Du musst ja irgendwie so zwei Chibis hinmalen, die sich miteinander unterhalten. So, ja, was denn? Du willst ein Video machen, so ein Podcast oder eine Hase, Animation? So ein Hase und eine Eule. Ja. Wie hast du die genannt? Muffi und Knopsi? Nee. Oh Gott. Meffi und Knopsi. Nee. Mersi und Müsli. Gut. Oh ja, da war es früh um irgendwas kurz vor sechs. Ja. Oh Gott, ich war so müde. Wir waren arschfrüh. Ich war gar nicht mal so müde, muss ich sagen. Doch, ich, also... Also bei mir kam das erst später, weil ich hatte ja vorher noch Pen and Paper, wollte ich ja unbedingt gucken. Von 20.15 Uhr bis um 12 oder so. Und du warst am Freitag noch... Ja, ich war am Freitag unterwegs. Auf der Deteko, kam dann 22 Uhr nach Hause. Ja, dann so gegen 23 Uhr nochmal zu dir gekuschelt. Ja. Und ich konnte aber auch nicht schlafen. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich konnte auch nicht schlafen, ich war irgendwie total... Ja, und ich war voll im Eimer. Matschig. Ich war am Samstag matschig und wir hatten beide am Samstag Fieber. Ja, eigentlich jeder hat da am Samstag Fieber, ist der Wahnsinn. Also irgendwie ging es jedem irgendwie beschissen. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass es arschkalt gewesen ist. Es war mega, mega kalt. Aber der Zug war leer. Aber ja, der Zug war leer. Wir wurden auch gleich kontrolliert und dann konnten wir pennen. Genau. Ein paar Minuten. Aber der Weg dahin war nicht schön. Oh, dein Tonnenkoffer. Ich wollte mit der Straßenbahn fahren. Ja, und dann hast du festgestellt, die fährt erst in 20 Minuten. Und du musst zugeben, in 20 Minuten waren wir dann auch schon beim Konngelände. Und durchgeschwitzt. Nee, der Koffer war scheiße schwer. Das mache ich aber auch nicht nochmal. Du schickst dich selbst und dein Material in Zukunft mit der Post. Ich schicke mich bestimmt billiger, als mit der Deutschen Bahn zu fahren. Das stimmt. Echt mal. Also ich bin dann reingegangen und du bist draußen geblieben. Na, ich durfte ja noch nicht rein. Stimmt, das war nämlich die Scheiße. Wir ja. Uns, das war nämlich der Witz an der Sache. Uns wurde nämlich, also ich habe vorher noch gefragt, weil ich Zeichner und Standbetreuer bin, habe ich vorher die Janine gefragt. Nicht die Jessica. Nicht die Jessica. Ich wollte es gerade sagen. Nicht die Jessica, nein, die Janine. Weil stand ja da, Öffnungszeit ist ab um 8. Und da habe ich gedacht, okay, wenn es um 8 losgeht, dann ist es bestimmt total sinnvoll, wenn man so eine Stunde früher da ist, um seinen Stand aufzubauen. Da habe ich die Janine, nicht die Jessica, gefragt, ob ich ab um 7 schon rein kann. Da hat sie gesagt, ja, du kannst ab um 7 schon rein. Und dann komme ich da hin. Es war halb kurz 8. Nach, es war halb 9. Ach es ja, halb 9. Nee, nein, es war halb 8. Und die haben gesagt, nö, dürft erst ab um 8 rein. Und das Geile war, für die normalen Besucher hieß es ja, nee, ihr dürft erst ab um 9 rein. Und ich denke ab um 10. Ab um 10 durften wir in die obere Etage, was, oh so, Gott, gut wie auch niemand, noch. Was so gut wie niemandem was gebracht hat, weil als es dann hieß, ja, ab um 9 sind sie alle rein, wollten natürlich hoch, weil es ja angekündigt wurde, ja, zieht euch bitte auf der Con um. Mhm. Und dann standen wir alle an der Treppe und es hieß ja, nee, kommst du nicht rein. Und komischerweise war aber die Treppe direkt neben dem Eingang nicht bewacht. Also sind wir dann da einfach hoch und haben uns umgezogen und alle waren irgendwie verwirrt. Und dann haben die Leute, die da aufgepasst haben, aber auch gesagt, ja, okay, naja, wenn ihr jetzt schon mal hier oben seid, dann schicken wir euch nicht wieder weg. Und ja, dann waren wir halt schon oben. Das ist echt dumm, Leute. Liebe Leute von der Deteko, schreibt doch bitte die vernünftigen Öffnungszeiten hin. Das wäre unfassbar freundlich. Ich meine, am Sonntag hat es ja auch geklappt. Ach ja, und ich hatte diesen scheiß Ecktisch. Ich habe so gekotzt wegen diesem dummen, blöden Ecktisch.
Das war echt, weißt du, ich hab mir das tatsächlich vorher noch gedacht. Ich habe vorher noch gedacht, ey Scheiße, was machst du, wenn du diesen blöden Ecktisch bekommst? Weil da hast du ja eigentlich bloß einen halben Tisch und nicht einen ganzen, für den du bezahlt hast und so. Und dann kriege ich genau diesen Ecktisch. Und man hat dich nicht gesehen. Und man hat mich nicht gesehen. Es hat mich total angekotzt, weil es kamen so viele zu mir, die gesagt haben, ach, du bist ja hier, ich habe dich gar nicht gesehen, ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Das, ey, weil ich in diese scheiß Ecke saß und mich keiner gesehen hat. Ich finde aber die Architektur generell von der Schule sehr faszinierend. Nur halt evangelisch, ne? Nee, also die war wirklich kreuzende Quere und alles irgendwie. Och, ich finde das aber irgendwie cool. Ja, das ist interessant. Ich sag ja auch gar nichts dagegen. Es ist sehr interessante Architektur. Aber halt sehr verwirrend, ne? Aber ich habe mich Samstag voll gefreut, weil Yami ja endlich als Hanji da war. Und ich mag Yami als Hanji. Ich musste mich voll zurückhalten, sie nicht die ganze Zeit zuzuquietschen. Aber ich war am Samstag sowieso out of character. Okay, die meiste Zeit war ich eigentlich in character, weil ich die super mieseste Laune ever hatte, die ich jemals auf einer Con hatte. Weil so Stress von der Prüfungsperiode, weiblichen Stress von meinem Körper und Fieberstress. Und es war einfach, ich war so schlecht gelaunt. Ich saß die meiste Zeit nur halbtot irgendwo rum und dachte so, Leute, fasst mich jetzt bitte nicht an, bitte sprecht mich jetzt nicht an, bitte lasst mich einfach rumliegen. Das Problem ist, wenn man sich auf einer Con irgendwo hinsetzt und guckt, als wäre hier die Welt untergegangen, kommen gleich 20 Leute. Oh mein Gott, was ist los? Kann ich was tun für dich? Es ist lieb gemeint, aber ich konnte immer nur wieder sagen, Leute, lasst mich in Ruhe, bitte. Berühren. Oh Gott, nicht berühren. Ich habe mich dann aber auch noch voll lange mit Yami unterhalten. Bevor ja, ich weiß. Bevor ich nur so kurz da war. Der perfekte Löffel. Oh Gott, ey, wir haben uns so kaputt gelacht. Super, wozu ist der gut? Was macht man damit? Na halt, versuchen zu löffeln. Sieht mir aus wie so ein, naja. Spachtel. Spachtel. Ey, und dann hat Dan mir früh noch das Überraschungsei geschenkt, das für Mädchen. Nur für Mädchen. Und was war da? Da war dieses hässliche, pinke Plastikarmband drin. Wo ich echt erstaunt war, dass es um mein Handgelenk gepasst hat. Aber naja, ich habe ja auch Handgelenk wie von einem Neugeborenen. Ja. In meinem war ein grünes Pony, habe ich dir das eigentlich schon mal gezeigt. Ich dachte, ein pinkes Einhorn. Nein! Also ein grünes Einhorn. Ich wollte das pinke ja haben, aber das war ja leider nicht drin. Ich habe da nur das grüne gehabt. Oh, hier, guck. Oh, das ist ja viel cooler als oh mein Gott, das ist von My Little Pony. Ih, es hat voll die Gummimähne. Hey, das ist ein schönes Pony. Einhorn. Oh, ist das gleiche. Horny-Pony. Ach ja, und dann waren wir Samstag noch ziemlich lang bei Dan hier in der Fotoecke und haben im Allgemeinen halt, ja zwischendurch, wenn ich da mal so Bock hatte und gerade nicht die ganze Welt gehasst habe, haben wir dann auch noch ein paar Shootings gemacht. Das war eigentlich ganz cool, weil aus den Videos muss ich unbedingt ein GIF machen. Ich finde das so süß, ey. Mach mal. Das schneide ich auch ordentlich zusammen und dann wird es mit gar lustiger Musik unterlegt? Was habt ihr hier gemacht? Was wir hier gemacht haben? Ach ja, da saß ich rum, weil ich die Welt gehasst habe. Nee, und, sehr schön. Und Yami lag auf meinen. Also Yami war dann so eigentlich so das Alibi, weil wenn jemand auf deinen Beinen liegt, dann siehst du nicht mehr ganz so aus, als würdest du die Welt hassen, dann lassen dich die Leute in Ruhe. Ah. Ach ja, und was Samstag auch noch toll war, war, dass Lizzie da war, und zwar als Petra. Und dann hat Suse von uns ein Shooting gemacht und ich fand das voll toll, weil ich hab eine Petra! Yay! Und ich kann endlich traurig darüber sein, dass sie tot ist. Ja, das ist super geile Logik. Danke, Suse, und danke, Lizzie, und danke, Lizzies Freund, dass ich deine Freundin begrapschen durfte. Yay. Yay. Ja, und Lizzies Freund war auch ganz lieb. Der hat uns die ganze Zeit die Fotomotive gehalten und die Sachen hinterher getragen und hat sich immer ganz weit weggestellt, damit er nicht im Bild steht. Was hab ich denn hier? Also, ich bin hier. Ach, stimmt, ich bin ja nochmal rumgelaufen, weil mir so langweilig war. Schön, dass dir langweilig war. Ey, mir war übelst langweilig. Es kam fucking niemand und ich habe kaum irgendwas verkauft und deswegen hing ich die ganze Zeit nur rum und habe dumm Fotos gemacht. Dann habe ich mit meinen Zeichnern unterhalten. Aber die waren echt voll lustig. Und die haben eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche dummen Späße gemacht. Sind durch den Raum getanzt, sehr verrückt. Was ist oh, das? Oh ja, Morgendämmerung war wieder da als Female Punisher. Was ist das? Boah, toll, wie nett du bist. Ich fand, sie sah voll cool aus und sie hat diese coolen Taschen an ihrem Cosplay gehabt.
Oh ja, und die Cosplayer am Samstag, da war so eine... Ich Vogelscheuche. Wie sie heißt. Jinx. Jinx war da. Genau, und diese Vogelscheuche, die Sounddateien drin hatte in ihrem Cosplay. Ich bin jedes Mal die so erschrocken. Cool. Ich auch. Da warst du bei mir. Und hast rumgefilmt. Und ich bin voll professionell am Arbeiten. Und die ganzen Zeichen haben uns voll geschippt. Jedes Mal, wenn ich dich geküsst habe, weil du Fieber hattest und ich dich trösten wollte und alles scheiße war, dann ging es aus dem ganzen Raum so... Yeah. Bam. Bam. Wie bei diesem einen Foto von uns beiden auf der LWM. Ja. Als wir bei dem Koro-Treffen waren. Ja. Das war episch. Ach ja, da habe ich Yami gefilmt, wie sie mir in mein Cosplay gezeichnet hat. Ja, genau. In mein Koshorn. Koshorn wird das ausgesprochen. Gar nicht wahr! Ja, mit Yami saß ich dann auch noch rum, hab so ein bisschen rumgeblödelt. Ah ja, und mit Fussel und Sarah saßen wir rum und ich mag die zwei, die sind so angenehm. Dang. Da musste ich voll schief filmen. Wie man sieht, da hab ich die Welt gehasst. Gleich mache ich ein Gesicht, was mich selber erschreckt. Warte. Hochinteressant. Ja. Und dann hat Yami angefangen, irgendwelchen epischen Shit zu labern. Ich habe einfach draufgehalten, dann langsam so eine Großaufnahme gestartet. Ich hoffe, das hört man auf dem Video, weil sie hat echt so epische Scheiße gelabert. Ey. Oh nein, das war so geil. Hier, da muss ich mal ein bisschen dazu ausholen. Das war Nivis, die neben mir gesessen hat. Und das war so süß, weil die hatte halt die ganze Zeit diesen... Wie nennt man? Anzug angehabt und irgendwann war ihr so warm, dass sie den aufgemacht hat und drunter kam ein Pen and Paper T-Shirt zum Vorschein. Da, da! Ja, und dann hast du mich gleich voll gefangirlt und ich habe voll lang gebraucht, ehe ich begriffen habe, was da überhaupt drauf ist, weil ich erst den Text gelesen habe. Das war so geil. Mit der habe ich mich ewig lang noch über Rocket Beans unterhalten und über Let's Player unterhalten. Und sie war am Sonntag nicht da. Was ich auch sehr krass an dieser Convention fand, ich war alle 3 Tage im Maid Café. Und? Na, ich gehe sonst nie ins Maid Café, weil es einfach schweineteuer ist und bla. Aber auf der Dedeco, das Maid Café, das ist empfehlenswert. Die sind da auch ganz oft zu uns hochgegangen und haben uns Muffins angeboten. Mhm. Sehr guter Service, sehr faire Preise, alles super und lecker. Und voll, also ich bin es nicht gewohnt, dass Maids wirklich so in ihrem Job aufgehen. Und wenn man da reinkommt, dann wirklich so kommt, willkommen zurück, Herr. Freut sich der innere Nerd. Es gab Rosenblütenknospentee. Fucking Rosenblütenknospentee. Das ist der Tee, den Abel trinkt. Hab ihn getrunken. Der riecht so, wie dieser 90er-Jahre Barbie-Duft riecht. Ich wollte sagen, schmeckt. Also der Tee schmeckt so, wie der Duft riecht. Aber ja, lecker. Kann ich empfehlen. Super schön. Ist auch sehr hochwertiger Tee gewesen. Ich dachte echt, da wird so ein Beutel reingeknallt. Aber nein, es war sehr hochwertiger Tee.